Wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, was so ein Karnevalsverein außerhalb der Session so treibt oder ob die gar nichts machen, dann haben wir heute ein Video für euch. Also, los geht's! Hallo, ich bin Marc. Willkommen zurück auf meinem Kanal und willkommen zu einem Karnevalsvideo. Ich bin der Vizepräsident des Kölner Karnevalsclubs in Münster und mache ja schon eine Weile diese Videos. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut einmal, da waren schon einige lustige Veranstaltungen dabei. Wir gehen mit großen Schritten auf den 11.11. zu, wo es wieder richtig losgeht. Und jetzt hatten wir im Oktober unsere letzte Vorstandssitzung davor, wo wir das alles vorbereiten. Diese Vorstandssitzung habe ausnahmsweise ich mal geleitet, weil unser Präsident da eine kleine Terminkollision hatte. Aber das ist ja auch kein Thema. Und wie immer habe ich dann auch die Mitglieder des Elberrates begrüßt, die bei uns an den Vorstandssitzungen teilnehmen dürfen, weil wir das mal so beschlossen haben. Und dann sind wir kurz die Post durchgegangen. Da war dann eine Einladung schon dabei vom BWK, das ist der Bund Westfälischer Karneval, für die Versammlung nächstes Jahr. Das schauen wir uns dann auch in Ruhe nochmal an, wenn es weniger stressig ist. Aber das ist schon mal eine wichtige Information gewesen. Deswegen habe ich die auch mal ins Video mit eingebaut. Die Vorstandssitzung haben wir allerdings hauptsächlich für den Festausschuss gemacht, weil ja jetzt ein Haufen unserer Veranstaltungen anstehen. Der CCC macht ja auch selbst etliche Veranstaltungen und das geht los mit der Sessionseröffnung, wo wir uns treffen, dann mit der Erweckung unserer Mücke und der Ehrensenatoren- und Senatorentaufe, dann mit unserer Gala mit der Verleihung des besonderen Mückenstichordens, auch dazu gibt es übrigens schon ein Video, unseren Altweiberrundgang und natürlich den Rosenmontagszug. Und dann auch unseren Sessionsabschluss. Und das muss alles vorbereitet werden. Und da hat uns der Festausschuss jetzt mal auf den neuesten Stand gebracht, dass wir auch jetzt auf dem richtigen Wege sind, gleich für unsere ersten Veranstaltungen. Und das ist zum Glück auch der Fall. Am 11.11. treffen wir uns dann immer in gemütlicher Runde zum Beginn der Session, jedes Jahr im Pane Evino im Kreuzviertel in Münster. Und stellen dann auch unseren Orden vor. Das wird wieder ein ganz besonderer Orden dieses Jahr. Wieder einer aus unserer Serie Münsterländer Originale. Den werde ich euch in einem Video auch vorstellen, aber natürlich erst nach dem 11.11. Dann stellen wir ihn offiziell vor und bis dahin machen wir noch ein ziemliches Geheimnis draus. Kurz nach dem 11.11. ist jetzt noch eine wichtige Veranstaltung für uns, die wir nicht selbst veranstalten, aber wo wir natürlich auch mit so vielen wie möglich von unserem Verein teilnehmen. Und das ist die Prinzenproklamation und die Jugendprinzenpaarproklamation auf dem Prinzipalmarkt vor dem Rathaus in Münster. Das ist eine super Veranstaltung. Da ist richtig was geboten. Nicht nur an Stimmung, auch an Musik, an Tanz und natürlich an Spaß bei der Proklamation. Also wer aus Münster oder der Umgebung kommt, am 16.11. um 14.11 Uhr sind wir alle auf dem Prinzipalmarkt. Da könnt ihr uns auch treffen. Verpasst das nicht, wenn ihr dabei sein könnt. Wir haben jetzt diese Vorstandssitzung dann nochmal genutzt, um danach, wenn wir das ganze Bürokratische durch hatten und dank der Einladung unserer Geschäftsführerin Steffi Raneberg, das ist übrigens auch die Präsidentin der Kölner Kometen, ihr habt sie in dem Video bei Kinderhaus Macht's zum Maifest sicherlich auch schon auf der Bühne gesehen, falls noch nicht, das Video ist bei Vereine und Ehrenamt in der Playlist, schaut es euch an, die tanzen super und das war ein super Auftritt, die werden bei uns auch noch öfter auftreten, aber Steffi hatte uns eingeladen, dass wir bei ihr mal grillen. Wir haben alle was mitgebracht und uns einmal einen Abend gegönnt, wo wir nicht wie beim Sommerfest und so Veranstaltungen für unsere Freunde und Mitglieder machen, sondern als Vorstand und Elberrat uns einfach auch mal in gemütlicher Runde endlich mal zusammensetzen können und so unterhalten, weil meistens ist es dann doch sehr viel Arbeit im Karneval zu sein in solchen Geschichten im Vorstand und Elberrat. Aber auch das haben wir dann mal ausgenutzt, war sehr schön und haben wieder neue Energie getankt, bevor es dann jetzt richtig losgeht. Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, wenn die Session läuft mit Videos, weil dann gibt es auch ein bisschen mehr zu sehen, als nur mir zuzugucken beim Reden. Jetzt kommen erstmal Sessionseröffnung und Senatorentaufe. Dann Ende November haben wir schon wieder nächste Vorstandssitzung. Die kombinieren wir diesmal mit unserem traditionellen Besuch des Weihnachtsmarktes, denn das ist noch eine schöne Geschichte, die Elberrat und Vorstand zusammen machen. Wir besuchen dann einmal im Jahr auch den Weihnachtsmarkt. Denn wir sind eine CCC-Familie. Das ist das Schöne bei einem nicht so riesigen Verein. Wir sind ein kleiner Verein, klein aber fein, sagt man doch immer so schön. Aber bei uns geht es dann auch richtig familiär zu. Und das nutzen wir dann eben bei solchen Gelegenheiten auch. Wirklich uns einfach nur mal zu treffen.
auch wenn das jetzt mit einer Vorstandssitzung zusammenhängt, aber das hätten wir ohnehin gemacht. Das soll es auch schon gewesen sein. Ich wollte euch nur auf den neuesten Stand bringen. Ich denke, es ist sicherlich mal interessant, immer mal diese kleinen Teile einfach mitzubekommen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und auch auf die Glocke und die Benachrichtigung zu klicken. Dann verpasst ihr nicht, wenn ich wieder mal ein Karnevalsvideo poste für unseren CCC. Ansonsten, die CCC-Homepage ist wieder verlinkt. Da könnt ihr auch jederzeit drauf gucken, was bei uns los ist. Da sind auch die für die Leute aus der Nähe die Anmeldung für die Senatorentaufe noch möglich. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag und bis bald beim nächsten Karnevalsvideo. Ciao, ciao!